Guten Tag, Herr Rode. Vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen dieses Interview führen dürfen. Aber erzählen Sie uns doch erstmal, wo wir hier eigentlich sind. Ja, wir befinden uns hier im alten Ortskern von Oberramstadt. Hier ist die alte Kirche, dann da unten ist der alte Marktplatz. Und wir stehen jetzt direkt vor dem alten Rathaus, das 1732 von Johann Conrad Lichtenberg erbaut wurde. Johann Conrad Lichtenberg war bis 1745 hier Pfarrer in Oberramstadt. Hier wurde auch sein berühmter Sohn Georg Christoph Lichtenberg geboren. Und bis 1929 war dieses wunderschöne denkmalgeschützte Gebäude das Rathaus der Stadt Oberramstadt. Und wann wurde das ganze Gebäude in ein Museum umfunktioniert? Das passierte nach dem Zweiten Weltkrieg. Mitte 60er Jahre hat der Verein für Heimatgeschichte dieses Gebäude Raum für Raum übernommen und dann ein Museum entwickelt, das den Schwerpunkt hat Industrie- und Technikgeschichte von Oberramstadt. Herr Rode, wo sitzen wir gerade eigentlich drin? Wo sind wir hier gerade? Wir sind hier in einem der tollsten Räume des Museums. Wir sitzen gerade an einer automobilen Rarität. Das ist das einzige Exemplar der Firma Haag, Hessische Automobil AG, das es in der Welt noch zu sehen gibt. Das gibt es hier im Oberramstädter Museum zu bestaunen. Und woher kommen die anderen Autos, die sich hier im Raum befinden? Dieser Raum widmet sich insgesamt der Geschichte des Geländes im Ochsenbruch in Oberramstadt. Das liegt Richtung Eiche. Und hier war ein großes Industriegebiet von Oberramstadt, angefangen von der Munitionsfabrik Walbinger im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, der Firma Falcon, der Firma Röhr, der Firma Mimiak und dem Tire-Depot. Und was ist mit dem tollen Auto neben uns genau? Das ist ein Röhr 8 Typ RA, Sport Cabrio, Baujahr 1931. Das ist eine Konstruktion des genialen Automobilerfinders Hans-Gustav Röhr, der hier ab 1926 in Oberramstadt Automobile bauen ließ. Dieser Röhr 8 ist ein Auto, das seiner Zeit weit voraus war, was den Automobilbau anbetraf. Es war eines der ersten Autos, das Einzelradaufhängung, Tiefbettkastenrahmen und Zahnstangenlenkung hatte. Also ein Auto, was, wie gesagt, ungefähr 10 Jahre seiner Zeit voraus war. Hans-Gustav Röhr hat dieses Auto entwickelt und in Oberramstadt bauen lassen, bis etwa 1930, als die Weltwirtschaftskrise dieser Firma leider ein Ende setzte. Danach wurden aber wieder neue Geldgeber gefunden und die neue Röhr AG konnte damit wieder starten, neue Röhr 8 und weitere Modelle zu bauen. Und was ist das hier genau für ein Gerät? Ja, nach etwa 4000 gebauten Autos musste dann Röhr, die neue Röhr AG, auch die Produktion einstellen und die Firma Miag übernahm dieses Gelände. Die Firma Miag war einer der größten Maschinenbauer in Europa zu der damaligen Zeit und baute unter anderem große Silos und große Maschinen. Dieses Auto oder dieses Gefährt ist ein Miag Wiesel, ein Elektrokarren, mit dem beispielsweise auf Bahnhöfen früher die Koffer durch die Gegend gefahren wurden. Das ist doch ein Raum zum Georg Christoph Lichtenberg, richtig? Genau. Georg Christoph Lichtenberg wurde 1742 hier in Oberramstadt geboren, verließ dann mit seinem Vater im Alter von 2 Jahren dann Oberramstadt und zog dann über Darmstadt nach Göttingen, wo er studierte und der berühmteste Sohn der Stadt Oberramstadt wurde. Bei dem Raum hier handelt es sich doch um eine Sonderausstellung. Was wird denn nach dieser Sonderausstellung kommen? Ja, es ist beides. Es ist ein Raum, der einerseits Leben und Werk dieses großen Naturwissenschaftlers, Philosophen und Aphoristikers zeigt. Und andererseits sind hier von unserer Lichtenberg-Spezialistin Martel Döring gestaltete Sonderausstellungen. Zu sehen ist gerade eine Ausstellung über Lichtenberg als einer, der sich auch mit Elektrizität und Physik beschäftigt hat. Die Ausstellung heißt 1777, Entdeckung der Lichtenbergschen Figuren. Und was genau wird in diesem Raum hier ausgestellt? Das hier ist der Sonderausstellungsraum des Museums. Hier zeigen wir im Jahr 3 bis 4 Sonderausstellungen zu wechselnden Themen, die von mir und anderen Mitarbeitern des Vereins für Heimatgeschichte gestaltet werden. Zurzeit zeigen wir eine Ausstellung mit dem Titel »Da kam die Rettung durch die Machtergreifung Hitlers – Abiturarbeiten im Nationalsozialismus am Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt«.
Da haben Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte eine Ausstellung erarbeitet im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und haben in monatelanger Arbeit Abiturarbeiten aus dem Jahr 1939 analysiert und transkribiert, um herauszufinden, was diese Schülerinnen und Schüler im Jahr 1939 in ihren Abiturarbeiten verfasst haben. Denn das sind Schüler und Schülerinnen, die im Grunde die ganze Zeit ihres Schullebens nationalsozialistische Bildung erfahren haben. Insofern schauen wir, sind sie systemkritisch oder systemkonform. Ist ja toll hier. Was ist das genau für ein Räumlich? Das ist ein Raum, der einem der ehemals wichtigsten Industriezweige in Oberramstadt gewidmet ist, nämlich den Kammachern und der Kunststoffindustrie. Das Ganze fing an, als Georg Friedrich Heim in Oberramstadt 1862 die erste Kammfabrik eröffnete. Das Kammacherhandwerk ist ein Handwerk, das zuerst mit natürlichen Produkten gearbeitet hat. Wir haben hier zum einen das Schildpatt, das den Panzer der Schildkröte verarbeitet, beziehungsweise das Rinderhorn, das auch zu Kämmen verarbeitet wurde. Georg Friedrich Heim war der erste Kammacher hier in Oberramstadt. Und aus der Fabrik kamen dann weitere Kammacher. Und hier findet dann auch der Übergang zur Kunststoffverarbeitung in Oberramstadt statt. Ja, in dieser Vitrine da drüben sehen wir beispielsweise ganz wertvolle, kunstvoll gearbeitete Steckkämme, die für die Frisuren der damaligen Frauen sehr wichtig waren. Da aber das Schildpatt ein sehr teures und seltenes Material ist, ging man dann am Ende des 19. Jahrhunderts dazu über, auch die ersten Kunststoffe zu verarbeiten. Da ist an erster Stelle das Zelluloid zu erwähnen, aus dem dann die Kämme gearbeitet wurden. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts änderte sich aber die Haarmode der Frauen, das heißt der Bubikopf wurde modern, die langen Haare waren nicht mehr ganz so trendy und dafür wurden dann aber auch keine hochwertigen Steckkämme mehr gebraucht. Das heißt, die Firmen in Oberramstadt mussten sich andere Betätigungsfelder suchen. Kunststoff ist ja dann der Werkstoff, der das moderne Leben nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Und es entwickelten sich immer neue Kunststoffarten. Einer davon ist Bakelit, wo man auch sehen kann, hier ist zum Beispiel sind die alten Telefone aus Bakelit gefertigt. Das ist ein Werkstoff, der ganz tolle Eigenschaften hat und deswegen häufig verwendet wurde. In Oberramstadt gab es dann eben viele kleinere und mittlere und größere Firmen, die sich diesem neuen Werkstoff widmeten. Unter anderem verarbeiteten sie auch dann zahlreich das Plexiglas, das in Darmstadt von der Firma Röhm und Haas entwickelt wurde. Ein anderer wichtiger Zweig, der sich dann in Oberramstadt etablierte, war dann die Füllfederhalterherstellung. Hier sieht man zum Beispiel ein Rohling, aus dem dann später ein Füllfederhalter gefertigt werden konnte.